Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ihr seht heute meine beiden Runden im Monte-Turnier. Der Playstyle, sage ich direkt von Anfang an, ist natürlich komplett anders als Public. Man spielt viel defensiver. Ich habe zum Beispiel in der ersten Runde sehr, sehr defensiv gespielt. Ich wollte einfach weit kommen, weil es ja für den Sieg einfach ein Preisgeld gab und nicht für irgendwie Kills oder so. Deswegen seht ihr, wie ich gespielt habe. Das machen aber die meisten so. Das habe ich auch beim Summer Skirmish schon so gesehen. Und die zweite Runde ist richtig, richtig spannend mit Camo zusammen im Duo. Zweimal Top 10 geplaced, richtig spannende, richtig coole Runden. Wie gesagt, nicht wundern, dass man da nicht so viele Kills macht oder so. Ist auf jeden Fall ein richtig lustiges Video geworden. Viel Spaß damit, lasst ein Like da und let's go. Nee, Gamer Grip ist jetzt gerade nicht am Start, Digga. Wie gesagt, die Idee, dieses Ding zu streamen, hatte ich eigentlich auch nicht. Das ist jetzt alles mega spontan. Oh Mann, Digga. Mach auf den Scheiß. So, was ist jetzt ganz wichtig? Dass wir uns Mats holen. So, wir brauchen Mats. Ich baue jetzt noch einmal das Ding ab, damit ich hier die Shotgun bekomme. Das ist wichtig, falls einer kommt. Aber ansonsten werden wir uns jetzt erstmal darauf beschränken, Mats abzubauen, kurz zu chillen. Ja, Leute, das ist natürlich hier Sweater-Modus aktiviert, aber wir machen natürlich auch Spaß mit. Also wir haben jetzt hier nicht die größten Ambitionen. Wenn Camo auf mich zukommt, wird meine Nase auseinanderbluten. Aber ist doch egal, Digga. Hauptsache Spaß. Ist halt echt gerade. Der Loot ist natürlich der Vergeltung gerade. Wir gehen mal hier ganz real quick. Oh Gott. Es sind natürlich nicht nur gute Spieler dabei. Es sind natürlich auch ein paar Subscriber dabei, die einfach Subscriber sind und wahrscheinlich genauso Nasenbluten haben wie ich. Ich habe mich auch verbessert, wie gesagt, aber natürlich, um das jetzt hier umzusetzen, das wird schon mal was anderes sein, vermutlich. So, wir machen jetzt mal kurz eine Gamer-Grip-Pause. Ich habe natürlich absolut null Delay im Stream. Das heißt, wenn Monty mir zuschaut, werde ich wahrscheinlich extrem gestreamsniped. Eklig, Leute. Eigentlich echt ekliges Zeug. Wenn du hier halt einen Kill machst gegen einen, der ganz viel gelootet hat, kriegst du halt sau viel Loot ab. Deswegen, wir werden jetzt schön defensiv spielen. Ich habe das ja noch nie gemacht, auf diese Art und Weise. So auf einem langsamen Win oder so habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Oh, warte mal. Eine Scar ist zwar nice, aber 300 Holz, Digga. Schwierig, schwierig. Ne, das ist mir zu teuer, das ist mir zu teuer. Ich will erstmal drauf spielen, lange so zu überleben. Einfach lange weit zu kommen. Keine Fights zu forcen. Auf ganz entspannt. Lustig ist, ich habe nicht mehr vorher überlegt, wo ich lande, Alter. Einfach hingegangen. Okay, gucken wir mal, wo die nächste Zone ist. Gucken wir entspannt. Gucken wir entspannt. Ah, hier ist eine Chest. Okay, okay, okay. Okay, dafür sind wir natürlich ideal aufgestellt hier. Er wird eh durchziehen. Hinten fighten die. Das werde ich komplett aus dem Weg gehen. Warum sweat ich eigentlich so? Das ist eigentlich just for fun, Digga. Ich rede nicht mal, Digga. Was ist das denn? Absolut, als ob ich hier irgendwas reißen kann. Ich spiele seit 3 Wochen Fortnite, Alter. An sich nice, dass ich so wenig Leuten begegnet bin. Wenn die Zone jetzt nämlich anfängt zu moven, könnte ich genau dort sozusagen am Rand sein. Und dann mit der Zone reinlaufen. Ja, Mann. That's the plan. You know what I'm fucking saying. Wenn hier keiner mehr vorbeikommt, dann bin ich der Weihnachtsmann, Digga. Da hinten ist auf jeden Fall jemand. Der beim Rift da hinten. Okay, diese Zone moved. Hier ist auf jeden Fall noch eine Chest. Okay, wir fressen ein bisschen Zone Damage, aber sollte nicht so viel sein. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ihn dafür zu fressen. So. So, jetzt gib her, weil jetzt können wir schön diesen Schaden dodgen wir jetzt nämlich. Die kämpfen jetzt unten, ihr seht es unten. Slurper versus. Es wird auf jeden Fall für 200 Leben reichen. Und wenn ich Glück habe, dann ist da sogar ein Bereich außerhalb. Ja doch, da auf diesen Berg, da sollte ich gehen. Okay, da hinten hat jetzt jemand schon seine geniale Strategie, indem er sich da oben einfach hochbaut. Okay, hier ist ein Loot Drop, den habe ich aber safe nicht als einziger gesehen. Den habe ich sowas von nicht als einziger gesehen. Wir getten den aber. Oben liegt halt Loot. Ich hoffe, dass Camo nicht gleich auf mich zurennt, Alter. Wir brauchen nichts zu forcen, Leute. Der Typ über mir muss auch gleich los.
Nein, Digga. Belastend, Mann. Ah, Mann, Digga. Neunter Platz. Das war's komplett. Ja, Freunde. Ja, lass einfach auf den Win spielen, ne? Ja, ja. Da willst du hin, echt? Okay. Ja, ja. Weißt du, ich würde sagen, wir spielen auf Healer vom Ende. Ich würde sagen, wir farmen komplett hoch alles. Ja. Scheiß auf Snipen. Wir werden am Ende vielleicht, okay, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, jemand zu snipen. Aber wir können easy auf Healer gehen, weil die können eh nicht runterschießen, weißt du? Die haben eh alle nur Snipers. Ja, Digga, ich hab, so hab ich eben auch gespielt, obwohl es normal ja, war. Ja, aber guck mal, die haben jetzt nur Snipers. Lass einfach auf Highground spielen am Ende. Ja. Richtig viele Mats farmen. Okay, wenn wir halt keine Kills machen, wird es schwer, die Mats zu halten, aber. Wenn wir dann auf Healer gehen, wenn wir jetzt Lagerfeuer und Mats. Komm nicht so weit, das war's so. Komplett. Ja, dann landet hier ist, glaube ich, eh niemand. Hab ich gar nicht umgekehrt. Ich kann riften hier direkt. Ah, ne, brauch ich eigentlich niemand. Nicht. Hier ist ja. Niemand. Okay, gut. Du machst das schon, Digga. Spaß. Wir haben alles, Digga, wirklich. Wir brauchen 3000 Mats. Traps können auch echt viel wert sein. Eigentlich sind Nades und so erlaubt? Oder nur Sniper? Nein, alles, was wir hier finden, dürfen wir benutzen. Ist ja, meine Meinung. Auch. Oh, ich habe eine Stinkbombe, die könnte auch richtig big werden. Ja, die brauchen wir ganz am Ende noch, Digga. Ja. Und Klingers sind auch big. Also, wir brauchen Healstuff und Mats, ne? Ja. Und vielleicht die ein oder andere Waffe, aber. Du brauchst nicht viele Snipers, nimm lieber mehr Healstots und Nades und so mit. Ja, ich werde auch dann wahrscheinlich eher zwei Jagdgewehre nehmen als Sniper. Wir haben auch direkt einen Rift vor der Haustür. Medkit wäre noch big, wenn wir das bis zum Ende saven könnten dann. Also eins habe ich schon. Ja, ich habe nice. Hier die goldene Heavy Snipe. Ja, die will ich nehmen. Gebe ich dir. Portefort habe ich auch. Aber was nehme ich nicht? Noch ein Medkit bei dir. Wo ist es? Auf dem Dach. Oh, jemand sniped auf mich. Okay, Stream Sniper, Safe Call. Ja, Streamsniper. Mit Sniper, ne? Oben auf dem Berg sind die. Wo? Hier in Nordwesten ja, auf direkt dem vor uns, ja. Soll ich Stinkbombe hier hinkommen? Nein, auf keinen Fall, Digga. Bringt nichts. Die bauen sich hier gerade hoch. Vielleicht wenn du einen One-Shot hast, der sich einboxt aber so, oder so, aber jetzt nicht einfach so, Digga, das ist doch full life. Bringt nichts. Was soll ich machen? Einfach nichts, Digga. Einfach nichts, aber der Typ, der guckt gerade auf uns, ne? Ja, ich kann den vielleicht von der Seite sein. Der hat eine Base gebaut. Ja, er geht raus aus seiner Base. Hab ihn. Du hast ihn so gefickt. Er hat sich so darauf vorbereitet, das jetzt zu machen, Digga, wird so zerstört. Aber es ist halt gut, wenn die zu zweit sind, wenn die alleine sind, dann kann echt einer die ganze Zeit pieken, das habe ich jetzt gemacht und du hast ihn einfach geholt, weil er darauf nicht achtet. Hier sind Minis ja. Für dich, Digga. Hier, ich tausche das mal mit dem. Ich brauche die Bandos, glaube ich, eh nicht, deswegen schmeiß ich jetzt die Minis hin. Obwohl doch, hier, ich könnte 10 Bandos bekommen. Ich habe schon 15. Okay, hier sind 2 Minis. Farm einfach alles, Digga. Alles, was du siehst, einfach abbauen. Ja, mach ich. Was machen wir? Wie ziehen wir durch? Muss einfach reinfahren in die Zone. Also mit Auto? Ey, wir werden schon nicht gesniped im Auto. Also willst du nicht riften? Achso, ist da ein Rift irgendwo? Ja, bei dir doch, da. Da, wo wir gerade waren. Scheiß drauf, lass das Auto nehmen. Stimmt, ja. Autos, na wohl, ja. Rift ja schon schlauer gewesen, das war's komplett. Nee, egal, lass einfach Auto jetzt nehmen, scheiß drauf. Macht keinen Unterschied, ist eh nur Sniper-Mode, Digga. Oh shit. Hat du auch ein Auto? Geht das da durch? Ja, okay. Musst langsam fahren da. Warte kurz auf mich. Ich steig kurz bei dir ein. Vor uns snipen welche. Oh, ist alles out of zone hier, die Kakteen. Scheiße. Vor uns sind welche, ne? Die snipen da irgendwo. Was sollen wir machen? Warte kurz. Ich würde sagen, wir suchen noch irgendwo, wo wir farmen können. Sonne ist wieder bei uns. Das hier ist perfekt. Hier können wir noch richtig viel Stein farmen. Ja. Ein bisschen Holz. Und was machst du, wenn welche uns challengen? Da vor uns zum Beispiel kämpfen zwei Teams. Ja, scheiß einfach auf die Farm einfach. Das heißt, wir hauen ab, wenn die auf uns schießen. Ja, schauen wir dann. Sie sagt dann Bescheid. Fahr einfach auf das, was ich sage, okay? Jo. Die schauen nicht auf uns, Digga. Okay, doch, jetzt gleich schon. Ja, die schauen auf uns. Nehmen wir Auto? Ja, komm. Schnell. Nein, sorry. Jetzt. Oh mein Gott. Ich hab so Angst. Hier auch noch welche, Digga. Oh Gott, Digga, das ist so. Nein, Digga, die haben mich gehittet. Digga. Okay, Auto ist schon ein bisschen risky. Lul, der war One-Shot der Baum. Was machen wir jetzt? Wir gehen in die Sonnenbaum sein. Wir sind bei unserem Auto jetzt.
Ich habe halt schon viel Leben verloren, ne? Ja, ich weiß. Ich habe ja noch Minis. Stimmt. Warte, komm her. Was? Ist nicht gedroppt? Ganz weit hin sind auch noch welche. Lass einfach versuchen weiterzugehen. Okay. Jetzt chillen wir quasi, ne? Ja, ja. Einfach nichts machen. Geil, das kann ich am besten. Es wird halt eh auf Grenzen Zone gehen am Ende. Es werden so viele Leute noch leben. Guck mal, es leben noch 41. Wir schießen gerade auf welche, die noch weiter außen sind. Wenn die nächste Zone kommt, dann ziehen wir durch, ne? Die fighten hier ja, so heftig. Ja, wir schauen, wo die Sonne ist erstmal. Ja, ich habe auch einen Launchpad, by the way. Hast du eins? Ja. Okay. Okay, siehst du diese zwei Metallhütchen bei 60? Warte. Siehst du die? Die zwei Metallhütchen bei 60. Ja, ja. Du hast da Stein im Weg bei dir. Ja, ja, ich sehe die Metallhütchen weg und du hardscopst auf den Typen unter dem Hütchen, okay? Auf 3. Nee, ich sehe es nicht, weil der Baum da absolut perfekt davor steht. Okay, okay. Also ich sehe das Hütchen, aber ich sehe nicht den Typen. Okay. Ja, den Typen siehst du ja auch nicht, der ist ja unter dem Hütchen. Also ich habe auch eh nur zwei Jagdgewehre dabei, ne? Okay. What the fuck, ja. Kann man den Wand neu bauen? Oder musst du nicht abbauen? Bau noch eins höher, ja. Hast direkt hinmoven. Warte, bei mir hat sowieso. Bei mir ist gerade. Schießt genau einer in diese Richtung, in die du gehen willst. Komm mit, lass dir hingehen. Wo bist du? Bist du runtergegangen? Ja, ich bin unten. Wo bauen wir jetzt ein? Hier. Ich bin wieder relativ hoch, damit wir Highground haben. Okay. Aber eigentlich müssen wir eh noch hin und her rufen. Ich weiß nicht, eigentlich würde ich sagen, wir turteln bis zum Ende. Dann usen wir Jump Pad. Das stinkt, Digga, ernsthaft. Ich bin nicht drin. Turtle einfach, geh einfach runter. Ja, 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 bin ich sowieso. Wir turteln bis zum Ende, bis zur kleinsten Zone und dann launchen wir auf den Highground, okay? Hast du, hast du, wie heißt das? Bounce Pads? Nee, war. Nee. Ich hab, noch Porte fort, aber das, du musst mir sagen, falls ich das in irgendeiner Form benutzen muss. Und dann gehe ich auf Hilfe, du gehst runter und wirst Stinkbomben auf die Gegner, okay? Okay. Die werden eh auf dem kleinsten Circle sein, das heißt, du kannst sie nur damit hitten. Ich schmeiß die vor meine Box, oder? Das Medi? Nein, dann komm einfach ganz runter hier. Warte, ich muss kurz, Ja, eins unter dir, Digga. Ja. Ja, das ist ich. Okay. Beide Medis oder nur eins? Ich brauch nur eins. Okay. Okay, hier launchen schon welche. Einfach Turtle, Digga. Nichts machen, einfach fuck, Digga. Die machen Auge. Geh hier hoch. Vielleicht bin ich reingekommen, warte. Nein, bau einfach selber, Digga. Lass einfach hier durch Turtle. Ich bin noch mal kurz hier reingegangen. Okay, ziehst du durch? Ich versuch durchzulaufen. Ich komme. Fuck, Digga. Also gucken, dass wir relativ weit oben sind. Ist hier okay? Oder willst du sagen noch höher? Wir müssen halt eh gleich in die Zone. Wir müssen expanden von hier. Weiß ja nicht, wo die sind. Hier sind direkt zwei neben mir. Wo bist du gerade? Hab einen. Hier sind zwei direkt bei mir, Digga. Ich weiß nicht, wo du bist, Alter. Ich bin oben. Ich geh einfach runter, da scheiß drauf. Es werden zu viele Mats gewastet. Lass mich bei dir rein. Komm rein, endlich so. Ich bin nicht in der Zone. Wir sind hier direkt nebenan, Digga. Warte. Okay, bist du ready, wenn die nächste Zone kommt? Ja. Dann launchen wir. Ich hätte fast einen Kill mit der Falle geholt, Digga. Jetzt bin ich, denke ich, richtig nervig. Ich krieg kein Damage. Warte, ich heal mich. Komm rein zu mir. Hä, was? Was hat mich gehittet? Shit, die Sonne kommt. Okay, mach dich ready. Ja. Hier, Launchpad.
Versuch auf den Heilgrund zu gehen. Ach, die sind so dumm auf den Heilgrund, Digga. Jetzt wird so runtergeschossen. Er ist runtergefallen. Okay, ich hab den Highground. Fuck, eine Sonne move noch. Junge, wo sind die Mats, Digga? Heilige Scheiße. Okay, sie bleib bis, bis zum Ende am Leben einfach. Ersetze andere Wände durch deine. Okay, die wollen mich runterschießen hier. Und wirf dann ganz am Ende Stinkbomben, okay? Ja, ja. Der will mich runterschießen. Fuck, ich muss runterkommen. Okay, die Sonne moved. Ich hab nicht mehr so viele Mats. Hast du viele Mats? Nee, nee, nicht viel. Stop, drop mal was, Digga, wenn du kannst. Warte, 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 ja, sofort, sofort. Ich kann nicht spawnen, Digga, was ist das für ein Bug? Ich kann nicht spawnen, Digga. Okay, ich bin der Zone. Wirf mal Stinkbomben erst, wenn du kannst. Jetzt gleich wird's klein zur Zone. Ich hab, kann noch ein Ding setzen, einen Boden. Ich muss jetzt einfach mein Medkit. Warum einfach im Boden, oder? Ich muss jetzt mein Medkit machen am Ende Lagerfeuer. Versuch hier Stinkies zu werfen, Digga. Was? Was hat mich Digga, wo war er? Ah, du bist tot? Ja. Du bist tot? Ich sterb durch meine Stinkbombe, Digga. Ich weiß nicht, von wo er mich getötet hat. Oh, fuck, Digga. Ich hatte keine Mats, Digga. Fuck. Ach, unlucky. Good try, though.